Liebe Interessierte, liebe Anleger, mein Name ist Ernst Lieber, ich bin Prokurist der Captura Unternehmensgruppe und darf Ihnen in diesem kurzen Video die Käuferschicht einer Anlegerwohnung näher bringen. Wer kann nun generell eine Anlegerwohnung kaufen? In Wirklichkeit jeder zwischen Geburt und Tod. Die einzige Ausnahme oder die Einschränkung, die es gibt, wenn Minderjährige eine Anlegerwohnung oder eine Anlegerwohnung kaufen würden, brauchen sie dazu einen bevollmächtigten Erwachsenen. Denn ein grundbücherlicher Kauf kann erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr passieren. Das regelt man dann meist in einem Schenkungsvertrag, dass dann diese Wohnung quasi an den dann Volljährigen übergeht. Wie sieht es bei 20- bis 30-Jährigen aus? Im Idealfall ist es eine optimale Pensionsvorsorge, eine Anlegerwohnung, also die Immopension. Was man sicherlich in dem Alter zwischen 20 und 30 überlegen muss, wie schaut die persönliche Situation aus? Plane ich irgendwo ein Eigenheim zu kaufen, eine Wohnung, ein Haus, ein Grundstück, wie auch immer? Wenn ich das plane, muss ich dementsprechend vorsichtig sein, weil es Bonität einschränkt, beziehungsweise wenn ich vorher schon eine Anlegerwohnung kaufe, erst die Bonität einschränkt und das den Banken gegenüber dann eben zu gewissen Risiken führen kann. Die Kernzielgruppe einer Anlegerwohnung sind sicher 30- bis 55-Jährige. Warum? Einerseits ist die berufliche Situation immer schon fast abgedeckt oder meistens erledigt. Die Verdienstsituation ist ziemlich abgesichert. Die Familienplanung ist bei dieser Zielgruppe bzw. Altersschicht meistens im Griff. Die Finanzierung, die finanzielle Situation sind im Griff, die Fixkosten sind abgesichert und Finanzierungslaufzeiten können dementsprechend ausreichend ausgedehnt werden, sodass es hier auch nicht wirklich zu einem monatlichen finanziellen Aufwand kommt. Deswegen ist es gerade für diese Altersschicht die ideale Pensionsvorsorge. Man hat noch genügend Zeit bis zum Pensionsantrittsalter und kann sich das dann auch schon leisten. Wie sieht es aus bei 55-Plus-Jährigen? Da haben wir natürlich das Thema der Finanzierungsgestaltungsmöglichkeit. Ich kann oder will vielleicht nicht mehr über das Pensionsantrittsalter hinaus finanzieren. Es ist jedoch ratsam, lange Laufzeiten zu finanzieren, um einfach die monatlichen Fixkosten zu senken. Da sollte man dann einfach gewisse Sachen einplanen, sodass ich zum Beispiel mit 65 aus einer Lebensversicherung heraus oder einer Abfertigung heraus dementsprechend meine Finanzierung abdecken kann oder reduzieren kann, sodass dann auch schon ein dementsprechendes Pensionseinkommen aus der Miete heraus passiert. Was natürlich auch in diesem Alter immer wieder ein Thema ist oder ab dem Alter ein Thema ist, dass man der Cashkäufer wird, dass man sagt, ich kaufe mir die Wohnung, das Geld ist sowieso zurzeit fast nichts wert, beziehungsweise ich kriege fast nirgends Zinsen, ich kaufe die Wohnung und habe sofort Ertrag daraus. Egal in welcher Altersschicht Sie sich befinden, wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema Anlegerwohnung oder Pensionsvorsorge für Sie oder Ihr Umfeld, wenden Sie sich bitte gerne mit Fragen an uns. Unsere Daten kommen dann im Abspann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.